Geballte Fußballerfahrung an der Kreuzkirche, Seniša Veselinović, Stürmer beim FC Teutonia 05. Der 29-Jährige kann eine spannende Vita vorweisen. Nach Stationen in Rödinghausen, Verl oder auch beim Traditionsklub Rot-Weiß Erfurt befindet sich Sini wieder in seiner Heimatstadt. Der Aufstieg in die Regionalliga, das klare Ziel. Natürlich für mich immer ein Ziel ist, jedes Spiel zu machen, möglichst viele Tore zu machen und einfach erfolgreich Fußball zu spielen. Ich spiele halt nicht gern irgendwo in der Mitte, sondern eher weiter oben oder halt dann unten, wo es halt wirklich um was geht. Ja, und ich will natürlich erfolgreich sein. Wir werden wahrscheinlich ein junges Team haben, will also ein bisschen in die Leaderrolle kommen und einfach den Jungs, auch den Jüngeren helfen, sich zu entwickeln und wie ich schon sagte, einfach erfolgreich Fußball spielen und Spaß haben. Der Ex-Kicker von Eintracht Norderstedt hat durch seine zahlreichen Stationen den professionellen Fußball kennengelernt. Mit dem Deutsch-Serben sollen die Teutonia-Ambitionen in Erfüllung gehen. 221 Spiele, 56 Tore, die stolze Bilanz von Veselinović in Liga 4. Die letzten Jahre in Nordrhein-Westfalen haben ihn als Menschen, aber auch als Sportler geprägt und ihm die schnelllebige Fußballwelt aufgezeigt. Er hatte einen sehr, sehr guten Einstieg. Ich bin ja im Winter dahin gewechselt aus Norderstedt und habe mich direkt auszeichnen können. Hat super Spaß gemacht, ist eine richtig coole Truppe. Ist im zweiten Jahr so ein bisschen auseinandergebrochen und das war dann auch so die Entscheidung, nach Verl zu wechseln. Wir waren, also es war ein turbulentes Jahr, wir waren die ersten 10, 11 Spieltage auf Platz 1 und sind dann so verblieben, dass wir uns am letzten Spieltag gerettet haben. Und dementsprechend, Trainer war weg, sportlicher Leiter war weg, ich kannte den neuen Trainer nicht, kannte den neuen sportlichen Leiter nicht. Man konnte mir nicht sagen, wer gehalten wird und ich wollte ein Stück weit Normalität und ein bisschen Ruhe einkehren lassen und bin dann so eben nach Verl gewechselt. Der Verein ist eben bekannt dafür, familiär zu sein und in der Ruhe zu arbeiten, waren immer irgendwo im Mittelfeld, im Oberen. Seniša Veselinović, ein Vollblutstürmer mit Köpfchen. Nicht nur sportlich, sondern auch beruflich gibt Veselinović Vollgas als Fußballstudent an der Sporthochschule Köln. Ich studiere Sportmanagement und Kommunikation, mittlerweile 14. Semester. Ja, klingt immer sehr viel, ist auch sehr viel, aber man muss sich vor Augen halten, dass ich halt bei drei dieser Vereine, wo ich gespielt habe, unter professionellen Bedingungen trainiert habe. Da haben wir eben 8-9 Mal die Woche trainiert und gespielt. Das sind Bedingungen wie bei den Erst-, Zweiten- und Drittligisten. Und da ist es nun mal nicht möglich, jeden Tag nach Köln zu fahren. Seniša Veselinović, ein durch und durch Fußballverrückter. Mit Teutonia will der lange Torjäger den Regionalliga-Aufstieg perfekt machen. Im Privatleben hat der Hamburger auch noch einen großen Schritt vor sich. Im kommenden Jahr will er seine langjährige Freundin Julia heiraten. Sini startet durch. Thank you.